Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Paper Mario. Wir sind in Kapitel 5-3, haben ihn hier kennengelernt, den Klipstein. Karl Klipstein heißt er. Und haben sein Team gesucht, haben sein Team gefunden und ja, jetzt haben wir einen Schlüssel für diese Tür. Und durch diese Tür geht es weiter in die düsteren Höhlen. So. Ja, wir fahren mal. Darf Peach auch mal mit dem Wagen fahren? Wir sind schon zweimal hier mit der Lore rumgedüst. Jetzt darf Peach auch mal. Und anscheinend führt diese Mine zum reinen Herzen, zu den Florosapiens, die die Klebolaner entführen. Deswegen sind wir hier überhaupt. Mal gucken, ob sich das alles bewahrheitet. Hier ist zumindest mal nochmal ein Gegner. Zack, zack. Peach haut rein. So. Oh, okay. Das ist Bowsers Moment. Endlich wird er mal groß. Alter, der ist riesig. Alles klar. Bowser übertreibt. Okay, da ist eine Tür. Bowser hat Spaß gehabt. So. Perfekt. Okay, wir gehen erstmal da links nochmal zurück, wo wir stecken geblieben sind. So. Da ist eine Tür. Gehen wir erstmal rein, gucken uns um, sagen Hallo. Okay, hier ist das Ende. Alles klar. Dann gehen wir erstmal nach rechts. Ist Kapitel 5-4 so riesig? Ich habe das gar nicht mehr so riesig in Erinnerung gehabt, tatsächlich. Aber ich weiß halt noch, was alles auf uns wartet. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen so, Aber guck mal, hier ist auch noch ein Block. Ich sehe nichts. Vielleicht mit Tippi? Hallo? Ja, da war's, da war's. Und da ist nichts. Dann vielleicht mit... Na, nicht mit Peach, sondern mit Mario. Ist gar nichts. Hä? Okay. Muss ich das verstehen? Egal. Wir sind fertig mit Kapitel 5-3. Das heißt, es geht Richtung Finale von Chapter 5. Ihr wollt Gefahr? Ich habe da mal einen Kampf mit einem Regenbozilla gehabt. Während die Helden weiter hinabstiegen, unterhielt sie Karl Klipstein. Chef, Chef, Klipolaner, die Geschichte schon so oft gehört. Kopf tut weh. Am schlimmsten, wenn wir festgebunden und können Ohren nicht zuhalten. Mario und seine Freunde blickten in die Gesichter der geplagten Klipolaner. Und dann sahen sie ein Licht. War es ein Zeichen des reinen Herzens? Oder war es nur eine als Licht getarnte Illusion? Kapitel 5-4. König Krokus Bedrohung. Klipstein ho! Wir schleppten uns weiter, immer auf der Hut vor den Fängen der Ungeheuer. Und dann, nein, uns bot sich ein unglaublich grässlicher Anblick. Chef, nichts ist passiert, da. Das weiß ich, Schwachkopf. Der grässliche Anblick liegt noch vor uns. Wir werden uns nun nach ihm umsehen. Kommt schon, los jetzt! Was? Warte da! Nein, Chef, Wachs, man will nicht allein zurückbleiben da. Okay. Die Florohöhlen. Hieß der Level nicht davor auch schon Florohöhlen? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Das hätte besser laufen können, um ehrlich zu sein. Egal. Wir gucken uns noch ein bisschen hier um.
Guck mal, hier ist ein Plakat übrigens von den Florisapiens. Hä? So, komische Schilder. Hallöchen. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Das ist ein bisschen mies, ich geb's zu. So, was haben wir denn hier? Eine Saftsuppe. 3 KP. Das ist nicht viel. Was haben wir denn noch alles dabei? Verdoppelt Angriff und halt schrittweise KP. Das möchte ich eigentlich haben. Halbiert Schaden temporär. Ach komm, dann tun wir das weg. Hier ist eine sehr moderne Tür. Okay. Da scheint es vielleicht weiterzugehen. Was passiert, wenn wir da reingehen? Wir kommen nicht durch. Okay. Interessant. Okay, wir merken uns das mal. Wir müssen auf jeden Fall da durch. Frage ist wie. Was ist eine Mini-Röhre? Du schon wieder. Bist tot. Ah! Ein Geistpilz. Erweckt einen Geistpilz, der an Gegnern knabbert. Den haben wir verdammt lange nicht gehabt. Komm, den verwenden wir doch einfach gleich. So, richte die auf dem Bildschirm. Oh je. Hoffe, ich krieg's hin. Ja, funktioniert super. Hallo? Hallo? Ah, jetzt hat. Cool. Hat super funktioniert. Kein einziges Mal. Ich hasse. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Sensorleiste von der Wii irgendwie hasse inzwischen? Zweimal besser. Okay. Oh nein, bitte nicht ihn essen. Wo ist der Pilz hin? Ach, da ist er ja. Okay, ich hoffe, der tut keine Klebonana essen. Das wäre jetzt dumm. Das wäre gar nicht so gut, tatsächlich. Wer ist da runtergefallen? Ah. Vielleicht war es auch gar nicht so schlau, die Marios zu haben. Okay, der Pilz ist weg. Autsch. Ich versuche, die mal absichtlich zu töten, weil damit verringern wir die Chance, dass wir damit außersehen Klebolaner töten. Ist ja ein bisschen blöd. Fertigungszentrum. Schlüsselkarte benötigt. Lässt sich nicht öffnen. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Dann müssen wir gucken. Gehen wir mal in 3... Wie Sie sehen Sie nichts. Klebolaner. Guck mal, da geht's runter. Hier nicht? Hier schon. Okay, Achtung, Klippulaner. Hier ist ein Schalter. Der uns nichts bringt, weil wir zu leicht sind. Vielleicht mit Wurfswitz? Sieht schon besser aus. Okay. Aufpassen. Genau. Ich habe immer Angst, dass die Marios die treffen. Okay. Soweit, so gut. Ich gucke immer geschwind. Nicht, dass ich was verpasse. Oh. Ja, die könnt ihr von mir aus töten. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ich will es aber auch nicht rausholen. Oh, das ist ein Labyrinth, ne? Oh no. Ich nehme auf jeden Fall Pixo. Chance ist besser, dass ich das überlebe, wenn ich ihn habe. Hallöchen. Okay, da steht was. Jetzt muss ich mal. Warum funktioniert das nicht? Hä? Hallo? Ah. Hier auf der Wand sind Buchstaben. Hinter dem Schädel. Das steht da.
Hinter den Schädel. Ich sehe da auf jeden Fall einen Pau-Block. Den können wir nicht mitnehmen. Sorry, Pau-Block. Ich hätte dich gerne mitgenommen, aber du bist zu groß. So. Mal schön aufgeräumt. Hinter dem Schädel. Die Frage ist, wo ist hier ein Schädel? Und wo zum Teufel bin ich gerade? Ich habe mich verlaufen. Jetzt sind wir wieder am Eingang. Hier sind wir reingekommen. Dann gehen wir mal hier durch die Röhre. Da ist der Schädel. So, warte. Ein Schädel? Scheint eine Wandmalerei von jemandem zu sein. Okay, hinter dem Schädel. Damit ist immer Filippo. Und da ist ein Höhlenschlüssel. Perfekt. Schauen wir uns noch weiter um. Ah, okay, hier waren wir anscheinend schon. Ich glaube, da sind wir aus der Röhre gekommen, wo links und rechts diese komischen Viecher waren. Dann gehen wir wieder raus. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Ach, guck mal, ich habe sogar noch zwei Marios. Oh, warte mal. Das ist gar nicht so gut eigentlich gerade. Warte. Ach nee, ich kann einfach in 3D gehen. Oh! Ich hätte nicht nach unten drücken sollen. Entschuldigung. 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 Geh ja schon wieder. So. Nein! Oh, minus 100. Nein! Pixel Mario, du bist ein Mörder. Minus 100. Ah. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber es tut trotzdem weh. Fand ich jetzt nicht so toll. Ihr habt uns gefunden. Dubio dachte, dass hier gutes Versteck, Schlüssel verloren da. Das kam jetzt unerwartet. Aber so ist es manchmal eben. Damit muss man sich wohl oder übel arrangieren. Was machen wir da? Komm zur Ruhe. Beruhige den Sturm im Inneren. Lass uns meditieren. Hast recht da. Bin soweit. Der Böse, Dubio lässt sich schnappen. Dubio gibt auf. Aber sie, ihr nicht tut Pixel weh. Aber du... Nein, Dubio will reden, da. Du bei Dubio geblieben, du Dubio hilfst verstecken. Dubio dir schuldig, da. Ihr in Schuld von Pixel steht. Dubios Zeit wohl vorbei, aber Dubio will, dass Pixel frei leben kann. Beruhige dich erst einmal. Deine Seele musste bereits genug ertragen. Und hab keine Angst. Sieh genau hin. Es ist kein Floro Sapiens. Wie? Wer ihr seid? Ihr gekommen, um Dubio zu retten? Sieh mal einer an. Sehr interessant. Genau wie Karl Klipstein haben die Floro Sapiens dich nicht unter Kontrolle. Was? Karl auch hier? Ja. Dubio, großer Fan. Karl muss etwas tun, da Karl uns alle retten. Das sind gute Neuigkeiten. Dann such mal Klipstein. Ich muss mich verabschieden. Was? Wieso? Du nicht mit Dubio kommen? Menschen und Pixel, beziehungsweise Klipulaner und Pixel, sollten nicht lange zusammenleben. Nur Helden, die ihre Fähigkeiten zu nutzen verstehen, können mit Pixeln reisen. Bitte achte meine Worte, so ist es am besten für alle Beteiligten. So ein Clip. Komm nun, ich assistiere dir bei deiner Abreise. Lass deine Aura schrumpfen. Nimm sie ab, kannst du in das Dorf reisen, in dem derjenige lebt, den du suchst. Okay. Vielen Dank, großes Pixel. Da, Dubio niemals vergisst. Ah! Leb wohl, Klipulaner. Spring umher und freu dich des Lebens unter der Sonne. Ich glaube, der freut sich nicht mehr. Mein Herz trauert. Die geraubten Seelen schreien auf. Ihre Tränen fließen. Ihr müsst diesen Sturzbach aufhalten. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Bring mich an diesen Ort. Ins dunkle Innere der Erde. Das winzige Pixel namens Zippy hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Zippy kann dich schrumpfen, so bleibst du unbemerkt und passt in enge Zwischenräume. Lasst uns aufbrechen, bevor die Tränen sich noch in eine Sturmflut verwandeln. Okay. Tschüss.
Yay! Bin ganz klein. Das Schöne ist, wir machen immer noch denselben Damage. Wir können auch noch genauso hoch springen. Ich sehe es nur wegen Pixel Mario eigentlich gar nicht. Und ich glaube, Gegner sehen uns auch nicht mehr. Und unser Angriff ist um 1 gestiegen. Das finde ich toll. So. Dadurch, dass wir jetzt klein sein können, können wir ziemlich viel erreichen. Zum einen können wir jetzt diese kleinen Röhren benutzen und auch durch solche kleinen Spalten hier gehen. Da finden wir zum Beispiel die Schlüsselkarte, die wir hier für diese Tür brauchen. Machen uns mal wieder groß, weil sonst sehe ich mich selber nicht. So. Tata. Damit können wir ein bisschen was anfangen. Das ist eigentlich ganz cool. Ein Superpilz. Bringt uns nicht viel, weil wir eh voll geheilt sind. Aber gut. Wir sind in irgendeiner Fabrik gelandet. Und hier brauche ich Stampfung. Okay, hier sind ganz viele Klippolane eingesperrt. Lassen wir die mal raus. War vielleicht keine so gute Idee. Weil die uns natürlich jetzt an die Gurgel wollen, aber wir gucken mal. Mach das lieber so, damit ich niemanden töte, auszusehen mit dem Pixel Marius. Klipposapiens-Karte haben wir bekommen. Das ist doch schön. So, da vorne ist eine Röhre. Ich nehme lieber den einen Damage. Ist mir egal. Oh, warte mal, hier ist eine Tür. Oder? Ne, hier sah nur so aus. Okay, nevermind. Ich dachte, es sei eine Tür. So, wir haben keine Marios mehr, die jemanden wehtun können. Das ist gut. Es sah nach einer Tür aus, jetzt von 3D. Es war aber nur ein Rohr. Okay. Da seid ihr endlich. Hat euch eure Mama erst jetzt zum Spielen gehen lassen? Dementio und O'Clock? Ah, wird euch das Sammeln dieser reinen Herzen nicht langsam lästig? Ich bin eigentlich nicht gewalttätig. Ich würde die Sache lieber in Frieden lösen. Wenn ihr zum Beispiel wieder in eure Welt zurückkehren wolltet, könnte ich das problemlos arrangieren. Wir sind nicht interessiert. Ah, dann soll es wohl so sein. Sollen wir beginnen? Immer noch nichts gelernt? Egal wie oft wir kämpfen, der Ausgang ist immer gleich. Sieh sich einer dieses tapfere Mädchen an. Der gleiche Ausgang, da hast du wohl recht. Und deshalb... Rock, Colli! Hübscher grüner Hut, oder? Was? Armer O'Clock. So stark, aber so doof. Ein Kind könnte seine Taktik durchschauen. Um ihm zu helfen, habe ich ein kleines Hilfsmittel für ihn organisiert. Ich sollte ihn O'Kopfsalat nennen. Kopfsalat! Wirklich reizend. Aber denkt dran, immer euer Gemüse aufessen. Wobei in diesem Fall das Gemüse euch essen wird. Viel Spaß. Ciao. Spargel! Und nochmal gegen O'Clock. Diesmal als... Wow, als Brokkoli! Hilfe! Au, Brokkoli tut weh. Und Brokkoli hat mich geschnappt. Okay. Das tut weh. Ja, du mich auch. Jawoll, jawoll. Und nochmal. Yes. Sehr schön. Au. Hab dich. Und er hat mich. Nein. Au, 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 au. Ja, ist sehr gut. Aber ich kann auch eine Stampfattacke machen. Ist doch toll, ne? Au. Und das war's. Brokkoli. Hey, was zum Kuckuck habe ich hier verloren? Hä? Und was macht ihr hier? Ich verstehe schon, ihr wollt den neuen verbesserten O'Clock herausfordern. Ihr habt Mom, das muss ich euch schon lassen, aber dieses Mal kriegt ihr Saures. Oh,
mein Magen knurrt wie eine alte, hungrige Töle. Kriegerregel Nummer 1, niemals auf leeren Magen kämpfen. Das ist Wahnsinn. Daher müssen wir das hier abbrechen. Kriegerregeln darf man nicht brechen. Das nächste Mal seid ihr allerdings dran. Und weg bin ich. Okay. Das Blatt auf seinem Kopf. Seines haben auch die versklavten Klipulano. Es scheint jedoch in einem fortgeschrittenen Stadium des Verwelkens zu sein. Wasenblatt. Oklocks Wasenblatt. Was wohl passiert, wenn man es trägt? Nun, was denkst du? Wirst du es tragen? Ich glaube nicht, dass hier was passiert. Ich trage es, bin kein Gemüse. Hier. Tata. Immerhin hast du dich nicht in Kopfsalat verwandelt. Könnte nützlich werden. Um das Blatt auf- oder abzusetzen, wähle es unter wichtige Items aus. Okay, das Gute ist, das Blatt tut uns nichts, weil es ist ja schon, so wie es Tippi gesagt hat, verwelkt. Aha. Oh oh. Diese Version von O'Clock war nicht ohne. Sie sind wirklich auf einem guten Weg. Sie scheinen tatsächlich diejenigen zu sein, auf die ich schon so lange warte. Ich sollte mich vorbereiten. So viel zu tun, so wenig Zeit. Was plant Dimensio? Okay, mit diesem Blatt auf dem Kopf können wir den Sensor austricksen. Und dann dadurch Zugriff zu dieser Tür bekommen, die wir gesehen haben. Möchte ich aber noch ganz kurz gucken. Da war noch eine Mini-Röhre. Da. Die können wir mit Zippy mal kurz angucken. Wenn ich die richtigen Tasten drücke. So. Schwupp. Und klein sind wir. Alter, man sieht... Ich sehe mich selber kaum. Obwohl ich jetzt... Ich vermute mal, ich habe den deutlich größeren Bildschirm als ihr. Also ich kenne es zumindest von mir. Ich gucke meistens, wenn ich YouTube gucke oder so. Dann gucke ich selber übers Handy und ja, ich glaube, das ist sehr winzig im Vergleich. Aber jetzt zum Beispiel die Aufnahme oder so mache ich ja gerade mit einem großen Monitor. Also sehe ich wahrscheinlich deutlich mehr gerade als ihr und auch und ich habe schon Probleme. Gefällt es mir, dass ich die Mini-Marios habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt mal wieder groß. So. Wo war die Tür hier, gell? Warte mal auf ihn, so. Sieht gut aus. Okay. Neuer Versuch. Perfekt. Okay, wir können dadurch. Und sind im Palast von König Krokus. König Krokus der Erste, Regent von 1 bis 496. Der erste König des Flora-Königreichs gilt auch gleichzeitig als der Größte. Er vereinigte die Floro-Sapiens und erschuf das Floro-Königreich. Dieser Ort wurde zur Hauptstadt und er erfand den Floro-Kalender. Diese Zeitberechnung beginnt mit dem Geburtstag des ersten Königs. Krokus der Erste war schwer gepanzert und mit einem tödlichen Stachel bewaffnet. Aus diesem Grund nannte man ihn auch die Eiserne Rose. Die Infrastruktur und das Straßennetz von Floro gehen auf ihn zurück. Als sein Sohn und Nachfolger jedoch unerwartet welkte, verließ ihn sein Mut. Aus einem guten und gerechten Herrscher wurde ein Tyrann von einer Blume. Das Jahr 444 ist der Beginn dessen, was man auch die Düsternis nennt. Diese Phase nahm durch einen Putsch dann ein jähes Ende. Der König wurde niedergeschreckt und die Düsternis verschwand. Seine letzten Worte sollen die Eiserne Rose welkt nicht gewesen sein. Er sollte nicht recht behalten und verweckte kurz darauf. Okay. Das war ein kleiner Plot-Twist. Königin Krokus II., Regentin von 496 bis 1298. 1298. Krokus II. War die Tochter des großen Krokus I. Als sie ihren Vater eines Tages kritisierte, ließ er sie ins Gefängnis werfen. Nach einem Volksaufstand befreite man sie und verhalf ihr auf den Thron. Steuersenkungen und Erfolge in der Wissenschaft machten sie äußerst beliebt. Nach und nach vergaßen die Untertanen die Phase der Düsternis. Sie verfasste zudem eine Chronik mit dem Namen Codex Floris. Dieses Buch war ihr Vermächtnis und Zeugen ihrer Taten. Sie fürchtete Erbfolgezwistigkeiten und bei zu vielen Nachkommen. Daher hatte sie nur einen Sohn, den sie erst spät zur Welt brachte. Auch nicht schlecht, die Idee.
Das war cool. König Krokus III., Regent von 1298 bis 1385. Krokus III. War erst ein Jahr alt, als seine Mutter verwelkte. Er war der jüngste König, der jemals auf den Thron gehoben wurde. Der junge König hatte eine Vorliebe für die Künste, vor allem für Poesie. Als sein größtes Werk gilt die Eisenrose, die er im Alter von 37 Jahren verfasste. Leider hatte er seit seiner Geburt mit einer schlimmen Krankheit zu kämpfen. Ohne große Veränderungen bewirkt zu haben, verwelkte er im Alter von 88 Jahren. Man fand den genauen Grund seines Verwelkens niemals heraus. Manch ein Floro Sapiens vermutete eine Verschwörung hinter der Angelegenheit. Dies wurde aber niemals bestätigt. König Krokus IV., Regent von 1385 bis heute. Bis zum Verwelken des jungen Königs diente er als Reichsverweser. Kurz danach erinnerte man sich seine Verdienste und machte ihn zum König. Seine stabilisierende Politik und seine Klugheit machten ihn schnell beliebt. Zu seinen letzten Erfolgen gehören, im Jahr 1625 entwickelte er eine Methode, Klippulane nach Wunsch zu manipulieren. Im folgenden Jahr wurde eine Offensive eingeleitet, deren Ziel es war, Klippulaner in großen Massen zu versklaven. Also das ist der aktuelle König Krokus. Das ist ja toll. Okay, wenn man hier in die 3D-Ansicht geht, wird man sehen, dass hier der Boden etwas brüchig ist. Jetzt noch brüchiger. So. Und so. Tata. Was wir machen können, ist mal ganz üblich. Ich will das Blatt da nicht mehr haben. Ich bin kein Gemüse. Hat Mario gut gesagt. Au. Oh, das ist jetzt nicht so gut. So, wir müssen jetzt gucken. Dieser Block ändert die Farbe. Wir müssen immer die Farbe einstellen, wo das Bild anzeigt. In dem Fall schwarz. Ja, das hab ich doch gerade vorgelesen. Ich muss das nicht nochmal lesen. Danke, Spiel. Find's übrigens witzig, dass so viel Text auf diesem kleinen Kärtchen steht. Wie klein muss der Text auf dieser Karte sein, dass es passt? So, wir gehen mal hier hoch. Und nehmen Wurfswitz. Rot, nö. Schwarz, nö. Weiß, genau. So. Dann hier rüber. Will ich treffen? Gut. Ah, ne, warte. Das war sogar richtig. Blau. So. Oh nein. Ich wollte es nicht. So. Und dann müssen wir eigentlich nur noch hier runter. Das sieht man halt nicht, dass es brüchig ist. Man muss es halt denken, weil bei den anderen ist es ja auch so. So, hier ist noch ein Speicherblock. Können wir theoretisch machen. Sollten wir auch machen, nachdem wir den Block geändert haben. So. Alle Blöcke passen. Dadurch kommt hier ein Vorhang hin. Und der Vorhang zeigt uns die Türe. Ah, nee, ich lasse mal Wurfswitz, glaube ich, draußen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wir machen heute ein bisschen Überlänge. Das passt schon. Uiuiui, wo sind denn meine Schönheiten? Das Schöne. Hübsche Dinge, ui, bring sie zu mir. Mehr, mehr, mehr. Was ist dieses hässliche Ding? Seid ihr König Krokus? Ui, ihr seid also die Eindringlinge, von denen ich bereits so viel gehört habe. Ich werde euch keinesfalls diese Zerstörung meines schönen Reiches verzeihen. Nein wie nein. Ihr wurdet gewarnt. König Krokus, ihr müsst die von euch versklavten Klippulaner freilassen. Niemals. Ihr kräftigen Körper machen sie zu exzellenten Arbeitern. Sie müssen noch mehr Edelsteine ausgraben für meinen Palast voller Edelsteine. Das ist ja schrecklich. Lasst sie sofort frei. Müll ist Müll, egal wie sehr es aufgeputzt wird. Dies ist eine Welt der Schönheit. Und wenn ihr einen Beweis benötigt, seht euch das an. Das reine Herz. Ich kann es in euren Stimmen hören. Ihr wollt es so sehr, dass ihr kaum in der Lage seid, einen Gedanken zu fassen, wie? Wir suchen alle nach Schönheit, wie es scheint.
Wie könnt ihr es also wagen, euch hier als Moralapostel aufzuspielen? Vergleicht uns nicht mit euch. Wir sind nicht wie ihr. Ich ertrage dieses Gefasel nicht länger. Da wird man ja ganz welk. Ich lasse mich für gewöhnlich nicht zu so etwas herab, aber euch werde ich persönlich den Garaus machen. Das könnt ihr als eure empfinden. Okay. Ryu, mein Auftritt. Okay, König Krokus der Vierte. So. Hey. Perfekt. Deswegen habe ich Wurfsowitz gewollt. Wir können diese Dinger nach König Krokus werfen. Wir können auch theoretisch drauf und selber angreifen. Das geht theoretisch auch, aber so macht es mehr Spaß. Und ist ein bisschen taktischer. Au. Natürlich, der ganze Körper tut weh. Was ist hier los? Okay, wir können König Krokus natürlich nur verletzen, wenn er Hallo sagt. Und wenn wir ihn selber versuchen zu greifen, ist es blöd. Das ist tatsächlich ein schwieriger Kampf. Also finde ich jetzt persönlich. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm dafür. Okay. So, einfach gegen die eigenen Propeller. So. Kann ich den Propeller schnappen? Ja. Schwupp. Au. Das war nicht gut. Okay, ich warte, bis es sich wieder zeigt. Er. Es ist ein Er. Auch wenn es da voll nach Nasi aussieht. Es soll ein König sein. Und das war's. Wunderschön. Selbst während ich welke, bin ich wunderschön. König Krokus. Was? Boah, was habt ihr nur getan? Wir haben euren König besiegt. Findet euch damit ab. Haltet den Mund. Ihr versteht rein gar nichts. König Krokus war ein Spitzenkönig, hat sich immer um seine Leute gekümmert. Und ihr habt ihn zum Welken gebracht. Bitte, von was redet ihr da überhaupt? Ich rede vom Wasser. Die Klippolaner haben unser Wasser vergiftet. Sie haben ihren Dreck in den Fluss gekippt und wir mussten die Brühe trinken. Dieses verdreckte Wasser hat unseren König in den Wahnsinn getrieben. Und dann... Oh. Natürlich, das war doch klar. Klippstein Ho. Eine Einmeldung von der Fluoro-Front-Linie. Umweltverschmutzung wurde als Ursache für den Wahnsinn der Fluoro-Sapiens ermittelt. Das Problem war also, dass die Dorfbewohner ihren Müll in den Fluss geworfen haben. Nun, das habe ich ihnen prophezeit. Aber ich bin meiner Zeit eben voraus. Das Klippolaner bestimmt gerne hören. Boten schnell in Höhe da. Besser als VfL Klippola gegen Klippo 05. Ja, wenn die anderen Dorfbewohner dies sehen, werden sie ihre Fehler erkennen. Niemand wird mehr mit Gemüseabfällen nach Karl Klippstein werfen. Wassermann, unser wichtigster Schatzmann. Okay, wir machen das so. Ihr versprecht uns nicht mehr in die Suppe zu spucken und wir lassen euch in Ruhe. Und keine Frage, wir nehmen euren Leuten das Gras von der Birne, Mann. Das klingt nach einem vernünftigen Kompromiss. Haltet euer Versprechen. Damit hätten wir nie und nicht gerechnet. Abgesehen von der Sache mit unserem König seid ihr Helden. Nehmt das. Einer unserer ersten Könige hat das Teil mit der Aufgabe bekommen, es so lange zu schützen, bis der legendäre Held erscheint. Unsere Leute bewachen das Ding jetzt seit 1500 Jahren. Oder noch länger oder so. Ich bin sicher, dass unser leider verwelkter König es dürfte fände, dass der Job endlich erledigt ist. Nummer 6.
Männer voller Charakterstärke erleben, was andere nur auf Klippusat sehen. Und das ist, was mich Woche um Woche in die Augen des Monsters blicken lässt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Woche, Klippstein Ho! Nachdem der Bericht abgefilmt war, machten sich Karl und sein Team auf den Weg ins Zentrum von Klippdorf. Mario und seine Freunde dagegen begaben sich mit dem 6. Reihenherzen auf schnellstem Weg nach Flippstadt. Ein weiterer Schritt war getan, um die dunkle Prophezeiung aufzuhalten. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, möchte ich, aber da wir jetzt schon ein bisschen überschritten haben, schauen wir beim nächsten Mal, was bei Graf Knickwitz und Konsorten abgeht. In dem Sinne, leider ein nicht so zufriedenstellendes Ende, weil wir eigentlich, ne, es hätte vermieden werden können vielleicht, dass wir König Krokus besiegen. Aber es ist zu spät. Wir können es nicht mehr ändern. In dem Sinne, lasst eine Bewertung da, falls es euch Spaß gemacht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.